Und König in diesem Schützenjahr ist Gustl Wittmann und seine Frau Rita Wittmann. Und schon geht das Schießen auf die Prinzen los. Ja, und der erste Prinz ist ja schon gefallen, die Krone Karl-Heinz Stiller. Der Zepterprinz wurde Andreas Merler und der Apfel wurde von Hermann Josef Meyer abgeschossen. Und weiter geht's schon um den Königsschuss. Hier kam ein Duell zustande zwischen Franz Pade und Gustl Wittmann. Und Gustl Wittmann hatte das bessere Auge und hat den Vogel abgeschossen. Franz Josef Hartmann und seine Frau beglückwünschen das neue Königspaar und wünschen ihm alles Gute. Der Tanz wird abends hier eröffnet und dann wird noch richtig schön gefeiert. Und auf den nächsten Samstag wird sich eingestimmt. Gleich Anfang der Woche geht es dann los mit dem Kränzen. Viele Nachbarn kommen hier hin und viele Schützenbrüder und helfen. Es muss viel Tannengrün gebunden werden. Es wird natürlich auch ein kleiner Schnaps zwischendurch getrunken und gegessen. Und alle helfen, damit der Gustl Wittmann und seine Frau ein tolles Schützenfest erleben. Jetzt wird noch die Fahne aufgezogen, auch das gehört dazu. Ja, jetzt haben wir Samstag Nachmittag. Der Marsch geht jetzt zum neuen König, um diesen mit dem Hof abzuholen. Hier wird er gerade schon abgeholt. Der König mit dem Hofstaat und der Zeremonienmeister in diesem Jahr ist Udo Kühne mit Gattin. Das Königspaar Gustl Wittmann und Rita Wittmann. Und der Hof besteht aus Karl-Heinz und Käthe Stiller, Bernd und Christel Becker, Bernd und Anne Lüke, Manfred und Elisabeth Tegetmeier, Edmund und Uschi Rammert und Reinhard und Brigitte Thalsma. Und dieser Marsch, der geht natürlich jetzt erstmal zur Kirche. Nach der Kirche mit Pfarrer Aust geht es jetzt zum Ehrenmal, um der Gefallenen des letzten Krieges und der verstorbenen Schützen zu gedenken. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal geht der Marsch jetzt zum Schulhof. Hier wird dann der Zapfenstreich gespielt.
unserem Spielmannszug und unserer Kapelle für die Gestaltung des großen Zapfenstreiches ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Es ist immer wieder ein Ereignis und besonders beim Gebet um Deutschlandlied geht es mir wenigstens so, dass so ein kleiner kalter Schauer noch am Rücken runterläuft. Mit dem Ehrentanz wird jetzt dieser Abend noch eröffnet und danach wird natürlich kräftig gefeiert. Und dann geht auch schon der erste schöne Abend für dieses Königspaar und den Hofstaat zu Ende. Wir haben jetzt Sonntag und kurz vorm Abholen des Königs werden noch Fotos geschossen hier im Garten von Gustl Wittmann. Diese Fotos werden dann immer wieder angeschaut und erinnern daran an das tolle Schützenfest von diesem Königspaar und dem Hof. Ja, und jetzt werden das Königspaar schon wieder abgeholt und hier sehen wir gerade den Vorbeimarsch des Königspaares und des Hofstaates. Riesenbeifall von den Schützen und das 25-jährige Jubelpaar in diesem Jahr war Augustin und Maria Wolf. Inzwischen sind wir schon beim Aufmarsch zur Parade. Hier wird sich aufgestellt in der Nähe der Schützenhalle und hier ist schon die Abnahme der Parade. Auf unsere Majestäten, auf unseren Hofstaat, auf unser Jubelkönigspaar, auf unsere Prinzen, Bierprinzen und Schüler- und Jugendprinz, auf unsere Schützenbruderschaft, auf unser schönes Weber. Ein dreifach donnerndes Holli! Und nach dem Marsch wird sich erstmal an den Königstisch gesetzt. Denn dieser Marsch durch den ganzen Ort, das sind ja doch einige Kilometer und da ist man froh, wenn man sich ein bisschen ausruhen kann. Hier geht es schon wieder zum Fototermin und da werden wieder die Aufnahmen für das Album gemacht. Mit der Fahne, mit Standarte, mit dem Oberst und dem Vorstand. Auch diese Bilder müssen sein. Und sie werden natürlich auch sicher gerne gemacht. Hier haben wir nochmal die Hofherren und das Königspaar. Und dann nochmal die Aufnahme König und Jubelpaar. Vor 25 Jahren. Und hier haben wir den Oberst mit der Königin. Inzwischen sind wir jetzt am Abend und hier wird der Ehrentanz getanzt und damit der Abend offiziell eröffnet. Und danach wird der Tanz freigegeben für das gesamte Schützenvolk. Ausgelassene Stimmung, so ist es richtig, so muss das sein. Und schon wieder ist dieser Abend für die beiden vorbei. Und wir sind inzwischen beim Frühstück der Schützen. Viele prominente Gäste werden hier geladen. Ja, und jetzt kommt es noch zu einem Spitzenspiel zwischen Boris Becker und Gustl Wittmann. Lassen wir uns doch mal überraschen, was hierbei noch rauskommt. Lieber Boris Becker, bitte ein kurzes Grußwort
möchte ich meinem Freund Gustl ganz herzlich gratulieren, dass er den goldenen Schuss gemacht hat. Ich bin hundertprozentig fit, das ist ja ganz klar. Gustl ist ein Imper. Dieses Match ist nicht eindeutig. Schütze, ja, wenn ich noch einmal ganz kurz in der Tür darf, vielleicht doch eben zwei. Ach, wunderbar. Wo ist die Bericht? Der Sechskorb, ist aus der Tasche gefallen. Nun beginnen wir mit dem dritten Satz. Partei, hilft der Arme. Bitte ruhig. Wenn also hier nicht Leitender Deutsch sprechen, sondern Englisch oder Chinesisch. 5-4. Bitte. Der gewinnt knapp im Tiebreak. Hervorragend! Ja, und am Abend geht's dann wieder mit dem Ehrentanz los. Das ist jetzt der letzte Abend für dieses Königspaar und den Hofstaat. Es wird ein ewiges und tolles Erlebnis bleiben und die Stimmung ist noch mal ganz ausgelassen. Genau, warum ist es in Wever so herrlich, so schön? Das hängt einfach mit dem Schützenfest zusammen. Hier wird sehr, sehr schön und gut gefeiert. Genau, so ein Tag, so wunderschön wie heute, der sollte eigentlich nie vergehen. Aber leider ist einmal alles vorbei.